Hallo meine Lieben, da bin ich wieder und ich freue mich, dass ihr auch wieder da seid. Wie immer. Ich bin von der lieben Jascha Cat getaggt worden zu dem Tag 5 Produkte unter 5 Euro. Ja, da habe ich dann mal meine 5 All-Time-Favorites rausgesucht, die ich eigentlich ja, fast täglich benutze. Und die alle unter 5 Euro sind doch, ja. Ich glaube, ich fange mal an mit dem teuersten Produkt. Und zwar ist das die Absolut Nude Lidschattenpalette von Catrice. Ich hoffe, das Fenster blendet jetzt nicht wieder so. Ja, die kennt wahrscheinlich jeder. Kommt mit 6 wundervollen Nude-Farben daher. Alles schimmernd. Und die benutze ich eigentlich jeden Tag, täglich. Kommt, glaube ich, 3,95 oder 4,95. Oh, was war die? 4,99. Wer bietet mehr? Sie ist auf jeden Fall unter 5 Euro. Das ist, wie gesagt, ein All-Time-Favorite von mir. Solange es die gibt, werde ich die auch nachkaufen, wenn sie denn leer ist. Also ich weiß nicht, ob sich dieser Tag wirklich nur auf dekorative Kosmetik bezieht. Deswegen habe ich jetzt auch nur dekorative Kosmetik rausgesucht. Dann habe ich dann als zweites stellvertretend für alle Lippenstifte von P2 rausgesucht. Einmal ist das hier die Pure Color und die Sheer Glam, glaube ich, sind das, oder? Wie heißt der? Sheer Glam. Ja. Das sind meine allerliebsten Drogerie-Lippenstifte für einen super, super, super günstigen Preis. Ich glaube, 1,95 kosten die. Wobei ich glaube, dass der Sheer Glam 2 noch was gekostet hat. Aber ich weiß es nicht mehr so genau. Und ich mag diese Lippenstifte ganz einfach, weil die schön buttrig sind, schön hochpigmentiert sind. Also dafür, dass das hier eine Sheer Glam ist. Sheer heißt ja eigentlich nicht ganz so deckend, finde ich den trotzdem extrem deckend. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach unschlagbar. Meine allerliebsten Lippenstifte aus der Drogerie und auch All-Time-Favorites. Wobei ich schon sagen muss, ich finde die Essence-Lippenstifte auch prima und die P2, also da gibt es auch nichts zu sagen, aber ich besitze irgendwie nur P2-Lippenstifte. Eigentlich so richtige Lippenstifte. Ja, dann habe ich mich entschieden für meine Mascara. Und zwar habe ich mir ja jetzt erst geholt von Catrice die Glamour Doll Mascara, mit der bin ich mega zufrieden. Die macht wunder, wunder, wunderschöne Wimpern. Sie gibt schön Volumen, sie definiert die Wimpern und sie kostet kleines Geld. Was hat die denn gekostet? Ich habe ja den Bon noch hier. 3,95. Also für eine Mascara, die meine Wünsche alle erfüllt, ist das wirklich günstig. Und natürlich letztendlich auch unschlagbar die von Essence, die I Love Extreme in Pink, Crazy Volume. Die gebe ich immer noch mal auf die oberen Wimpern mit drauf. Und ich weiß nicht genau, was die kam. 2,79? 2,49, ich weiß es nicht mehr genau. Es ist auf jeden Fall unter 5 Euro. Also das sind meine All-Time-Favorites Produkte unter 5 Euro, die beiden Mascaras. Dann habe ich mich entschieden, auch wieder für alle stellvertretend P2 Nagellacke. Meine liebsten sind die Volume Gloss Lacke, die so ein Gel. Ja, Gel-Lack-Polish, so ein Finish, wie als wenn man Gelnägel hat, bringen. Die kosten, was kosten die? 1,95, das Fläschchen. Hier sind drin 12 Milliliter. Ich finde das echt extrem viel für den Preis, ne? Und ich habe jetzt mal die beiden halt stellvertretend rausgesucht für alle von P2. Ich kann darüber eigentlich nur Gutes sagen. Sie haben eine fantastische Deckkraft. Sie glänzen extrem, halten lange. Ich weiß nicht.
Ich mag die lieber als die von Essence, ganz ehrlich. Obwohl die von Essence ja auch so günstig unschlagbar sind. Aber die sind mir die liebsten. Ja, dann konnte ich mich nicht entscheiden, ob ich mich für meine Abschminktücher oder für meine Lotion. Da es ja aber nur 5 sein sollen, entscheide ich mich jetzt mal für die Lotion, für die Balea, Kokos und Shea Nuss, meine allerliebste Körperlotion und kostet 1,95. Ja, der Duft ist einfach sagenhaft unfassbar kokosnussig. Oh, ich hab das schon mal gesagt, Pullo auf und du bist in der Südsee. Und der Duft bleibt auch wirklich eine ganze Weile auf der Haut drauf. Pflegt wunderbar. Ich habe sehr trockene Haut und die schafft es, dass ich schöne weiche Haut dadurch kriege. Ja, gibt es nichts zu sagen, ist unschlagbar. Mein All-Time-Favorite Lotion, die ich mir immer wieder, solange es sie geben wird, kaufen werde. Ja, das war eigentlich schon mein Tag. Jetzt habe ich mir gar nicht Gedanken gemacht, wen ich auch tagge. Ich tagge Tierfreund 1207. Wer hat denn den Tag noch alle noch nicht gemacht? Ich glaube, die anderen haben das alles schon gemacht. Sollte mir noch jemand einfallen, dann schreibe ich das unten in die Infobox mit rein, wen ich dann noch tagge. Aber erstmal ist es nur meine liebe Tierfreund 1207. Ja, meine Lieben, ich habe mich gefreut, dass ihr mit dabei wart, dass ihr meine Favoriten unter 5 Euro gesehen habt. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was eure Favoriten unter 5 Euro sind. Würde mich ja mal wirklich interessieren. Ja, und am Schluss, wie es ja schon fast Mode bei mir ist, möchte ich noch mal ein paar Zuschauergrüße loswerden. An erster Stelle möchte ich die liebe Jessie grüßen. Herzliche Grüße aus Berlin von mir. Ein Schmatz für dich. Dann möchte ich meine liebe Zuschauerin Entchen884 grüßen. Ein kleines Herzchen für das Entchen. Fühl dich auch lieb, umarmt von mir. Und zu guter Letzt möchte ich noch die Marie Essmann grüßen. Habt alle einen schönen Tag, fühlt euch umarmt von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Susi.